Als Karen am frühen Morgen des 29. Januar 2022 aus dem Schlaf aufschreckt, ist sie verwirrt. Sie liegt noch in derselben Kleidung wie vom Vorabend auf der Couch. Sie hatte einige Drinks zu viel intus und ist immer noch angetrunken, doch sie merkt sofort, dass etwas nicht stimmt. Ihr Freund John ist nicht zu Hause. Wo kann er sein? Ist er immer noch bei der Party, wo sie ihn gestern Abend abgesetzt hat? Oder irrt er betrunken durch den tiefen Schnee, der in dieser Nacht in der kleinen Stadt Kenton gefallen ist? Eine Antwort, wo John ist, erhält Karen nur wenige Stunden später. Eine Antwort, was mit ihm passiert ist, gibt es hingegen bis heute nicht. Es ist eine Frage, die nicht nur die ganze Stadt in zwei Lager spaltet, sondern schon bald das ganze Land vor eine Frage stellt. Ist Karen Reed eine skrupellose Täterin? Oder das Opfer eines unvorstellbaren Vertuschungsversuchs, in dem die Polizei tief verwickelt ist? Die Nacht. Es ist ein verschneiter, kühler Januarabend in der kleinen Stadt Kenton, einem Vorort von Boston im US-Bundesstaat Massachusetts. Gegen 23 Uhr fährt ein SUV vor der Waterfall Bar vor. Aus ihm steigen John O'Keefe und Karen Reed, die sich an diesem Abend mit ihrem Freundeskreis an der Bar verabredet haben. John lebt in Kenton. Er arbeitet bei der Polizei in Boston und seine Nichte und sein Neffe leben bei ihm, seitdem seine Schwester an einem Gehirntumor und ihr Vater 2 Monate später durch einen Herzinfarkt starb. Seit 2 Jahren ist John mit Karen zusammen. Sie arbeitet als Finanzanalystin und Professorin an der Uni. Die beiden leben noch nicht zusammen, allerdings verbringt Karen die meiste Zeit bei John und den beiden Kindern. Die Waterfall Bar ist für die beiden der 2. Stopp an diesem Abend. Zuvor haben sie bereits in einem Pub getrunken und nun wollen sie sich mit Bekannten treffen. In der Waterfall Bar trifft das Paar Chris Albert. Er ist im Stadtrat in Kenton und er ist ein Nachbar von John. Sowie Chris' Bruder Brian Albert, der ebenfalls bei der Polizei in Boston arbeitet und der regelmäßig in der Reality-Serie Boston Finest begleitet wird, sowie Brians Schwägerin Jennifer McCabe. Die Stimmung in der Gruppe ist ausgelassen. Sie lachen, erzählen und John trinkt einige Bier, während Karen ein Wodka Lemon nach dem anderen trinkt. Um 0 Uhr schließt die Bar bereits, doch die Gruppe will noch weiter feiern. Brians Sohn hat Geburtstag und er lädt die anderen zu sich nach Hause ein, wo sie weiter feiern können. Karen ist allerdings müde und mittlerweile ziemlich betrunken. Sie will nach Hause, während ihr Freund John noch zu Brian will. Sie willigt deshalb ein, John zu ihm zu fahren, bevor sie selbst zu ihm nach Hause will. Als die Gruppe die Bar verlässt, greift John noch zu einem halbvollen Cocktailglas auf dem Tisch. Er nippt daran und nimmt das Glas mit nach draußen. Vor der Bar ist es kalt. Es schneit stark, als John und Karen angetrunken in ihr Auto steigen und John tippt die Adresse von Brian ins Navi ein. Als sie ankommen, setzt Karen ihren Freund nur ab. Sie will lieber nach Hause und John soll nachkommen. Als er aus dem Auto ausgestiegen ist, schaut sie ihm noch kurz hinterher, wie er das Haus von Brian betritt. So sagt es zumindest Karen. Was mit John O'Keefe zu diesem Zeitpunkt passiert ist, ist bis heute ein großes Rätsel. Brian beteuert, dass John sein Haus an diesem Abend nie betreten habe und dass sich draußen vor seiner Haustür eine grausame Tragödie ereignet habe. Karen sagt dagegen aus, dass John definitiv ins Haus gegangen sei und dass diese Nacht der Beginn einer riesigen Verschwörung der Polizei und der Behörden gegen sie sei. Der Morgen. Um 4.30 Uhr wacht Karen Reed auf der Couch in Johns Haus auf. Sie ist noch angetrunken und hat dieselbe Kleidung von der Nacht zuvor an. Verschlafen geht sie durch das Haus. Johns Nichte schläft in ihrem Zimmer. Sein Neffe ist bei einer Pyjama-Party. Und sie vermutet, dass John im Schlafzimmer ist. Doch das Bett ist leer. Sie ruft Jennifer McCabe an.
Schließlich war sie am Abend zuvor noch mit der Gruppe unterwegs. Doch die Antwort ist ernüchternd. Jennifer weiß auch nicht, wo John ist. Und sie sei ebenfalls nicht noch zu Brian gegangen. Panisch ruft Karen ihre beste Freundin Carrie Roberts an, die ebenfalls in Canton wohnt, und vorschlägt, John zu suchen. Zusammen mit Jennifer machen sich die drei Frauen am frühen Morgen des 29. Januar 2022 mit dem Auto auf dem Weg. Mehrmals ruft Karen aus dem Fenster nach John. Auf ihre Freundinnen wirkt sie immer noch angetrunken. Doch die schneebedeckten Straßen liegen menschenleer vor den Frauen. Es ist noch dunkel, als sie am Haus von Brian ankommen. Der Ort, an dem John das letzte Mal gesehen wurde. Als Karen auf einmal aufschreit. Sie hat John entdeckt. Er liegt blutüberströmt im frischen Schnee. Sie rennt zu ihm, fällt auf die Knie und will ihn wärmen, während Carrie versucht, ihn wiederzubeleben und Jennifer um 6.04 Uhr den Notruf wählt. John hat Blut im Gesicht, sein rechtes Auge ist geschwollen und sein lebloser Körper ist kalt und zugeschneit. Seine Mütze fehlt, genauso wie einer seiner Schuhe. John O'Keefe wird noch ins Krankenhaus eingeliefert, doch jede Hilfe kommt für ihn zu spät. Um 7.50 Uhr wird er für tot erklärt. Für Karen bricht eine Welt zusammen. Sie kann nicht begreifen, was mit John passiert sein soll. Nach nur 3 Tagen hat die Polizei eine Antwort darauf, als sie am Abend des 1. Februars mit einem Großaufgebot vor Karen Reeds Tür stehen. Nach 3 Tagen der Ermittlung wissen sie nun, was mit John in der Nacht passiert ist und wer ihm dieses Grauen angetan hat. Karen, die ihren eigenen Freund getötet haben soll. Täterin oder Lügnerin? Am nächsten Morgen findet die erste Anhörung von Karen Reed statt. Es ist das erste Mal, dass sie hört, was ihr vorgeworfen wird. Sie ist des Mordes zweiten Grades, der fahrlässigen Tötung eines Menschen, des unberechtigten Verlassens eines Tatorts und wegen Trunkenheit am Steuer angeklagt. Die Obduktion von John O'Keefe hat ergeben, dass er mehrere Abschürfungen am rechten Unterarm hat, eine Schnittwunde am Hinterkopf, 2 geschwollene blaue Augen, mehrere Schädelbrüche und Hirnblutung. Die stumpfen Gewalteinwirkungen und die Unterkühlung haben zu seinem Tod geführt. Laut Zeugenaussagen hätte Karen Jennifer McCabe erzählt, dass sie und John sich am Abend vor seinem Tod gestritten hätten und sie sich aufgrund ihres hohen Alkoholkonsums nicht mehr daran erinnern könne, ob sie ihren Freund wirklich am Haus von Brian abgesetzt habe. Laut ihrer besten Freundin Carrie Roberts habe Karen bereits während ihrer Suche immer wieder gesagt, dass sie glaubt, dass John tot sei und von einem Schneepflug überfahren wurde. Ein Rettungssanitäter hat ausgesagt, dass Karen zu ihm gesagt haben soll, dass sie ihn geschlagen und er deshalb die Verletzung im Gesicht habe. Karen hätte ihren beiden Freundinnen außerdem ein kaputtes Rücklicht an ihrem Auto gezeigt und gesagt, sie wisse nicht, was am Abend passiert sein soll. Am Fundort des toten John habe die Polizei neben dem Glas aus der Bar auch Plastikteile im Schnee gefunden. Genau die Teile, die an Karens SUV abgebrochen sind. Sie haben mittlerweile auch ihr Auto beschlagnahmt und zahlreiche Dellen und Kratzer festgestellt, die ihre Version der Nacht bestätigen. Karen und John haben sich nach dem Besuch in der Bar gestritten. Als Karen ihren Freund am Haus von Brian Allbutt abgesetzt hat, hat sie Gas gegeben und John überfahren. Danach ist sie geflohen und hat ihren schwer verletzten, blutenden Freund zum Sterben in der eiskalten Nacht zurückgelassen. Als Karen wieder aus dem Gerichtssaal geführt wird, steht ihr der Schock ins Gesicht geschrieben. Nicht, weil sie überführt wurde, sondern weil alles eine Lüge ist. So sagt sie es zumindest. Einige Tage, nachdem die Bostoner Medien über die eiskalte Mörderin, die ihren Freund überfahren und zum Sterben alleine gelassen hat, berichtet haben, meldet sich ein anonymer Zeuge bei Karens Anwalt. Er habe Informationen, die bestätigen, dass Karen John nicht getötet hat. Er bringt eine Theorie vor, die schon bald in den ganzen USA diskutiert wird. Karen Reed ist nur das Bauernopfer einer riesigen Verschwörung der Behörden. Denn hochrangige Polizeiangestellte der Bostoner Polizei, die nun im Fall ermittelt, seien in den Tod von John O'Keefe verwickelt. Der anonyme Zeuge berichtet, dass John von Brian Allbutt und dessen Neffen Colin Allbutt zusammengeschlagen worden sei.
Als John sein Bewusstsein verlor, sollen Brian und ein anwesender Bundesagent den leblosen Körper nach draußen in den Schnee getragen haben. Zuerst schenkt Karens Anwalt dem anonymen Hinweisgeber wenig Aufmerksamkeit, bis er beginnt, die Aussagen zu untersuchen. Ohne dass bereits Details in der Öffentlichkeit waren, hat der Informant gewusst, welche Personen in der Todesnacht im Haus waren. Auch, dass ein Bundesagent anwesend war, stimmt. Brian Higgins, der als Special Agent bei der Bostoner Polizei arbeitet und ein enger Freund von einem der Beamten ist, der den Tod von John O'Keefe untersucht. Dass Colin Albert im Haus seines Onkels Brian war, bestätigt eine Nachbarin. Und dass es zwischen den beiden im Haus von Brian zu einem Streit gekommen sein könnte, der in Handgreiflichkeiten ausgeartet ist, scheint bei den beiden sogar plausibel. Denn seit Jahren verbindet Colin und John eine erbitterte Feindschaft. Eigentlich war John ein friedliebender Mensch, der sich nie an Nachbarschaftsstreits oder Auseinandersetzungen beteiligt hat oder mit jemandem Streit lag. Außer mit Colin Albert. In einer Nacht im Frühjahr 2020 haben Colin und sein Freundeskreis im Vorgarten von John betrunken randaliert. Sie haben draußen laut »Fick dich« zu John gebrüllt und haben das Haus mit Bierdosen beworfen. Seitdem herrscht erbitterte Feindschaft zwischen den beiden. Wochen nach dem Tod von John O'Keefe tauchen außerdem Partybilder von Colin Albert auf, die ihn einige Tage nach der Todesnacht zeigen. Er hat Verletzungen an seiner rechten Hand, so als hätte er sich geprügelt. Eine Verschwörung? Je tiefer sich Karen Reeds Verteidigung in die Anklage einarbeitet und die Anhörungen vor Gericht stattfinden, desto mehr kommen Zweifel auf, die auch schon bald die Presse aufgreift. Michael Proctor, der leitende Ermittler im Fall, der auch Karen verhaftet hat, ist seit Jahren eng mit der Familie Albert befreundet. Aufgrund des Interessenkonfliktes hätte er die Ermittlungen eigentlich nie übernehmen dürfen. Es scheint daher ebenfalls nicht ungewöhnlich, dass keiner der Anwesenden der Mordnacht aus Brian Alberts Haus jemals als Verdächtiger befragt wurde. Sie werden bis heute nur als Zeugen gegen Karen Reed geführt und das Haus von Brian wurde nie untersucht. Als Michael Proctor Karen verhaftet hat, habe er laut eigener Aussage auch sofort das Auto beschlagnahmt und zur Untersuchung abgeschleppt. Die Überwachungskameras am Haus zeigen aber, dass er erst 78 Minuten nach der Festnahme das Auto abschleppen ließ. Hat er in dieser Zeit etwa Karens Rücklicht zerschlagen und ihr Auto zerkratzt, damit es zur Theorie der Polizei passt, dass Karen ihren Freund überfahren hätte? In Textnachrichten an seine Schwester, Bekannte und Kollegen, die Michael Proctor einen Tag, nachdem er die Ermittlungen im Fall John O'Keefe übernommen hat, geschrieben hat, zieht er über Karen Reed mit frauenverachtenden Beleidigungen her. Er schreibt, dass Karen Schuld von Anfang an klar sei und dass er hofft, dass sie Suizid begeht. Auch Michael Proctors Schwester schreibt dem leitenden Ermittler in dieser Zeit eine interessante SMS. Brian Alberts Frau habe, wenn die Ermittlungen durch sind, ein Geschenk für ihn. Die Verletzungen von John O'Keefe, die im Obduktionsbericht geführt werden, passen eher zu einer Schlägerei als dazu, dass John überfahren wurde. Typische Verletzungen für einen Autounfall wie Knochenbrüche oder Prellungen weist sein Körper hingegen nicht auf. Auch die seltsame Verletzung an Johns rechtem Arm, die sich auch die Staatsanwaltschaft nicht erklären kann, sieht aus wie ein Hundeangriff. Und Brian Albert hatte einen deutschen Schäferhund, den er kurz nach der Mordnacht weggegeben hat. Auch das Haus von Brian Albert wurde nie untersucht. Ebenfalls kommt es vielen seltsam vor, dass er wenige Wochen nach dem Tod von John sein Haus verkauft hat. Es kommt außerdem heraus, dass sich Jennifer McCabe, die Karen erst bei der Suche nach ihrem Freund geholfen hat und später als Hauptzeugin gegen sie ausgesagt hat, und die Alberts immer wieder in der Todesnacht sich gegenseitig angerufen haben. Laut ihren Aussagen seien es allerdings nur Hosentaschenanrufe gewesen, die zufällig hin und her gingen. Die Beweislage der Staatsanwaltschaft ist lückenhaft. Trotzdem entscheidet das Gericht, dass es zum Gerichtsprozess gegen Karen Reed kommt. Denn auch die angeblich entlassenen Beweise der Verteidigung sind wackelig. Als entscheidendes Beweisstück
führt Karens Verteidigungsteam die Handyaufzeichnung von Jennifer McCabe an. Um 2.27 Uhr soll Jennifer in der Kälte sterben gegoogelt haben. In der Zeit, in der John O'Keefe draußen lag und starb, was sie zum Teil der Verschwörung gemacht haben soll. Jennifer streitet das vehement ab. Sie habe um 2.27 Uhr den Tab am Handy geöffnet und dann im offenen Tab gegen 6 Uhr danach gegoogelt, als sie mit Karen John gefunden haben. Von mehreren Datenanalysten der Staatsanwaltschaft wird diese Anschuldigung geprüft und sie stimmen der Zeugin zu, dass es wirklich möglich ist, dass wenn der Tab um 2.27 Uhr geöffnet wurde, die spätere Google-Suchanfrage auf diese Zeit datiert sein könnte. Auch die Datenanalyse von Karens SUVs ist nicht entlastend. Es wurde festgestellt, dass sie in der Todesnacht von John O'Keefe mit hoher Geschwindigkeit rückwärts gefahren ist. Könnte das der Mord an ihrem Freund gewesen sein? Im Polizeibericht ist außerdem vermerkt, dass Michael Proctor nicht alleine das Auto von Karen beschlagnahmt hat. Kann es dann wirklich sein, dass er Beweismittel gefälscht haben soll? Im Handy von Brian Higgins, einem der Partygäste und Special Agent bei der Bostoner Polizei, findet die Staatsanwaltschaft zahlreiche Chats mit Karen Reed, in denen die beiden flirten. Könnte das das Motiv sein? Wollte Karen ihren Freund töten, um mit Brian Higgins zusammenzukommen? Oder hat er sie abgelehnt und sie wollte ihm den Mord an John anhängen? Auch das Handy von Karen wurde beschlagnahmt und durchsucht. In der Nacht, in der John starb, hat sie ihn 50 Mal angerufen und wütende Voicemail-Nachrichten hinterlassen, was die Staatsanwaltschaft als eindeutigen Beweis sieht, dass die Beziehung von Karen und John nicht so harmonisch war, wie sie es beschrieben hat und wie andere Menschen aus der Bar bezeugt haben. Die Verteidigung macht hingegen klar, dass es nur die Anrufe einer betrunkenen Frau waren, die wütend auf ihren Freund war, der sie alleine gelassen hat. Und wenn Karen John wirklich ermordet haben soll, wieso sollte sie ihn dann noch die halbe Nacht versuchen anzurufen? Hätte sie nicht gewusst, dass er längst tot sei? Doch eine überzeugende Argumentation der Verteidigung ist das nicht. Ebenso gibt es Lücken in der Theorie, was sich laut Karens Anwälten wirklich in der Todesnacht ereignet haben soll. Als John und Colin im Haus von Brian aufeinander getroffen sind, ist es zu einem Handgemenge gekommen, der Schäferhund sei dazwischen gesprungen und habe John angegriffen. Danach hätten die Partygäste den schwer verletzten John nach draußen getragen und ihn zum Sterben in der Kälte gelassen, während sie bereits ihre Aussagen abgesprochen haben und die internen Polizeiverbindungen zu Michael Proctor haben spielen lassen. Beweise oder Zeugenaussagen, die diese Theorie stützen, hat die Verteidigung nicht. Im Gegenteil. Colin Albert sagt aus, dass er in dem Moment, in dem John vor dem Haus abgesetzt wurde, abgeholt wurde und dass er die Nacht zu Hause verbracht hat, was seine Eltern bezeugen. Der Fehlprozess. Im April 2024 beginnt der Prozess gegen Karen Reed, nachdem der Antrag der Verteidigung auf Abweisung der Klage von der Vorsitzenden Richterin abgelehnt wurde. Als Karen Reed in den Gerichtssaal geführt wird, jubeln ihr von der anderen Straßenseite Menschen entgegen. Sie haben Schilder und tragen Shirts mit der Aufschrift Free Karen Reed. Seit ihrer Festnahme und den seltsamen Verwicklungen im Fall, die auf Reddit, in Blogs und auf Twitter zahlreich diskutiert wurden, hat sich eine regelrechte Fangemeinschaft formiert, die die Freilassung von Karen Reed fordern und die überzeugt sind, dass sie das Opfer von Korruption innerhalb der Polizei sei. Schließlich blickt die Bostoner Polizei auf eine lange Geschichte von Bestechung, rassistischen Übergriffen und Korruption zurück. Auf der anderen Seite werden vor allem konservative Stimmen laut, die sich sicher sind, dass Karen Reed eine eiskalte Mörderin ist, die unschuldigen Polizeibeamten eine Vertuschung anhängen will. Auch John O'Keefes Familie unterstützt diese Seite. Sie werfen Karen und ihre Anhängerschaft vor, dass sie aus einem klaren Mordfall einen verzerrten Medienzirkus gemacht hätten und Gerüchte über korrupte Behörden anfeuern würden. Über 2 Monate zieht sich der Prozess gegen Karen Reed im Frühjahr 2024. Es werden Dutzende Zeugenaussagen gehört, widersprüchliche Argumente, was wirklich passiert sein soll, sowie 2 völlig unterschiedliche Abläufe der Tat. Auf der einen Seite Karen Reed, die ihren Freund mit dem Auto getötet haben soll, auf der anderen Seite die gleiche Frau, die Opfer einer Vertuschungsaktion geworden sein soll, während die wahren Täter im Zeugenstand sitzen.
Als sich die Jury zur Beratung zurückzieht, denkt jeder der Anwesenden, dass endlich ein Urteil gesprochen wird und dass endlich geklärt werden kann, ob Karen wirklich ihren Freund umgebracht hat oder doch unschuldig ist. Doch es kommt anders. Nach 5 Tagen verkündet die Vorsitzende Richterin, dass sich die Geschworenen immer noch nicht einigen konnten. Der Prozess wird deshalb als ungültig erklärt. Es ist ein schwerer Schlag für die Familie von John, die keine Antwort darauf erhalten hat, was mit ihm passiert ist und warum er sterben musste. Noch am selben Tag, als der Fehlprozess geschlossen wird, wird der leitende Ermittler im Fall Michael Proctor aufgrund seines schwerwiegenden Fehlverhaltens aus dem Dienst entlassen. Ein drastischer Schritt für die Bostoner Polizei. Die Staatsanwaltschaft hat bereits angekündigt, einen neuen Prozess stattfinden zu lassen, der für Anfang 2025 angesetzt ist. Sie sind überzeugt, dass diesmal Karen Reed für den Mord an John O'Keefe verurteilt wird und die Wahrheit ans Licht kommt. Wochen nachdem verkündet wurde, dass die Jury kein eindeutiges Urteil im ersten Prozess fällen konnte, melden sich allerdings zahlreiche Jurymitglieder bei verschiedenen Nachrichtenagenturen. Sie wollen anonym bleiben, da sie um ihre eigene Sicherheit fürchten, doch sie berichten alle dasselbe. Es gab ein eindeutiges Ergebnis. Und sie können nicht verstehen, wieso die Richterin den Prozess hat platzen lassen. Sie haben einstimmig darüber geurteilt, dass Karen Reed nicht schuldig gesprochen wird.